Liebe Genossinnen und Genossen, das ist ein ganz besonderes Gefühl. Ich erinnere mich noch an den Parteitag, den wir im Mai hatten. Da saßen wir zusammen, auch virtuell, weil die Lage damals auch von Corona geprägt war. Da haben wir den Aufbruch gewagt und haben eingeläutet den Wahlkampf, die heiße Phase. Die Umfragen waren noch nicht auf unserer Seite. Und all diejenigen, die sichere Vorhersagen für das Ergebnis der Bundestagswahl gemacht haben, die waren auch noch nicht dabei zu sagen, das könnte die SPD sein. Aber wir sind zusammengekommen als Partei. Wir haben uns untergehakt. Wir haben gesagt, wir wollen das schaffen. Und liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben diese Bundestagswahl gewonnen. Und es ist ein ganz, ganz besonderer Aufbruch, den wir jetzt hier empfinden können. Das war so 1969, als die SPD nach den vielen, vielen Jahren der Nachkriegsgeschichte das erste Mal die Regierung angeführt hat. Viele hatten sich Jahrzehnte vorher nicht vorstellen können, dass sowas überhaupt einmal eintritt. In Deutschland wurde in den 50er und 60er Jahren vom CDU-Staat gesprochen. Und 1969 war es vorbei. Die Sozialdemokratische Partei hat das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte einen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gestellt. Und wir haben eine lange Zeit der Regierung angeführt mit Willy Brandt und mit Helmut Schmidt. Es war eine große Zeit, die die sozialliberale Koalition in Deutschland ausgemacht hat. Ein solcher Aufbruch soll uns wieder gelingen. Und ich erinnere mich noch ganz persönlich, wie es war 1998, als die Bundestagswahl Gerd Schröder zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gemacht hat. Das war auch ein großer Moment, übrigens für mich ganz persönlich, weil ich nicht nur mit allen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zusammen gefiebert habe, ob das jetzt wohl endgültig gelingt, sondern es war das auch das erste Mal war, dass ich Mitglied des Deutschen Bundestages wurde, als einer von gar nicht so vielen jungen Leuten, auf die wir ganz, ganz stolz waren. Und ich will ausdrücklich sagen, toll, dass es diesmal viel mehr sind. Aber auch das war ein Aufbruch für unser Land und für unsere Partei. Das soll uns wieder gelingen, liebe Genossinnen und Genossen. Und vergessen wir nicht, wie es damals vielen jungen Leuten ging, nach den vielen, vielen Jahren einer Regierung angeführt von Helmut Kohl, konnten sich damals ganz, ganz wenige vorstellen, dass das auch mal anders sein könnte. Und viele sind aufgewachsen, immer mit einem CDU-Kanzler. Und ein bisschen war es in den letzten Jahren auch so. Etwas anders, weil die SPD war nicht immer, aber fast immer dabei, aber als Juniorpartner der Großen Koalition. Und trotzdem, ganz viele sind mit dieser Vorstellung aufgewachsen, dass es selbstverständlich ist, dass ein Mitglied der CDU Deutschlands die Regierung führt. Und jetzt erleben wir das zweite Mal, das dritte Mal in der Geschichte. Nein, das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Sozialdemokraten werden den nächsten Kanzler dieser Republik stellen. Und das ist unser gemeinsames Werk. Es ist unser gemeinsames Werk und es ist auch schon gesagt worden. Und trotzdem will ich an dieser Stelle das ganz persönlich hier loswerden. Danke Saskia, danke Norbert, danke Lars, danke Rolf. Wir gemeinsam haben das hingekriegt, dass eine einige geschlossene sozialdemokratische Partei in diesen Wahlkampf hineingegangen ist. Und ich danke euch ganz besonders, denn ihr wart das, die mit mir zusammengesessen haben in einem netten Restaurant hier nicht weit weg vom Willy-Brandt-Haus, wo wir ganz klandestin und von niemandem bemerkt beschlossen haben, dass ich der Kanzlerkandidat sein soll. Wir sind in Urlaub gefahren, haben es keinem gesagt, niemand wusste Bescheid und danach war es soweit. Das war unsere Leistung. Danke dafür.
aber auch danke, danke an euch hier im Saal, danke an all die Mitglieder der SPD, die jetzt als Delegierte zugeschaltet sind und die vielen anderen, die jetzt zuschauen. Das waren wir gemeinsam und wir haben gezeigt, was für eine Tradition und was für eine Geschichte wir haben und dass wir eine Volkspartei sind, die auch immer eines zählen kann. Die vielen Mitglieder der SPD, die Jungen, die Alten, die Frauen, die Männer, all die unterschiedlichen Berufe, die wir repräsentieren, die überall in Deutschland, fast überall in jedem Ort vorhanden sind und geworben haben. Danke für eure große Gemeinschaft. Wir haben das miteinander hingekriegt. Und auch das sollten wir nicht vergessen. So oft hat die Sozialdemokratische Partei den Kanzler nicht gestellt. Und es ist nicht so oft passiert, dass die SPD stärkste Partei geworden ist. Beides geschieht jetzt zum vierten Mal. Und daraus erwächst auch eine ganz, ganz besondere Verantwortung. Eine Verantwortung, die man ganz klar beschreiben kann. Wir sind verantwortlich für das ganze Land. Es geht nicht um uns, es geht um die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und auch das ist wahr, es geht auch um große Aufgaben, die den ganzen Planeten umfassen, wenn wir den menschengemachten Klimawandel im Blick haben. Aber auch das will ich sagen, es ist daraus auch völlig klar, dass die wichtigste erste Aufgabe, die wir anpacken müssen, ist eine, ist die uns seit fast 2 Jahren alle gemeinsam zusammenschweißt und wo wir gemeinsam eine große Aufgabe haben, nämlich, dass wir die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger schützen, dass wir das Land zusammenhalten, dass wir die Corona-Pandemie bekämpfen mit aller Kraft, die wir haben. Und auch das ist unsere Aufgabe, mit der wir gleich beginnen werden. Liebe Genossinnen und Genossen, das bedeutet, dass wir schon bevor wir überhaupt die Regierung gebildet haben, Verantwortung übernommen haben. Dass wir, dass auch ich, uns darum gekümmert haben, dass Entscheidungen möglich sind, der Regierung, des Deutschen Bundestages, der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, dass alle mitmachen, auch die vielen Städte und Gemeinden und diejenigen, die dort Verantwortung haben, die Verantwortung haben in den Landkreisen. Denn wir müssen es miteinander hinkriegen, dass wir mit entschiedenen Maßnahmen die neue vierte Welle brechen und alles tun, was dazu erforderlich ist. Und das haben wir entschieden. Ja, viele Bürgerinnen und Bürger sind geimpft. Die allermeisten. Das darf ja bei all dem, was jetzt diskutiert und gesagt wird, nie vergessen werden. Eine übergroße Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hat sich entschieden, sich impfen zu lassen und steht jetzt Schlange überall, wo man die Auffrischungsimpfung bekommen kann, wenn ihre eigene schon 5, 6 Monate zurückliegt, die sie zuletzt hatten. Aber weil es so viele aber nicht genug waren, darum haben wir immer noch mit dieser Pandemie zu kämpfen. Das gehört übrigens zu den wirklich bitteren Erkenntnissen. Den bitteren Erkenntnissen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Es wäre jetzt eine andere Lage, wenn nur ein paar mehr Bürgerinnen und Bürger für sich auch die Entscheidung getroffen hätten, sich impfen zu lassen. Und damit ist auch ganz klar, worum es jetzt geht. Wir müssen nochmal eine ganz, ganz neue Anstrengung unternehmen, eine ganz neue Kampagne auf den Weg bringen, alles organisieren, damit es möglich ist, dass sich alle, die sich jetzt entscheiden, sich impfen zu lassen, das auch tun können, damit alle ihre zweite Impfung kriegen, damit Millionen, damit viele 10 Millionen ihre Auffrischungsimpfung bekommen, und zwar jetzt in diesem Monat Dezember. Das ist das, was wir jetzt organisieren müssen. Und wir als Sozialdemokratische Partei stehen dafür. Darum haben wir einen neuen Krisenstab eingerichtet. Darum haben wir General Breuer gebeten, ihn anzuführen, damit das ineinander greift, die vielen Zahnräder dieser Republik, damit alles geschmiert läuft, damit die Bürgerinnen und Bürger wissen, es wird wirklich jede Anstrengung unternommen, damit das funktioniert. Und darum haben wir nochmal Einschränkungen festsetzen müssen für das Miteinander. Einschränkungen, die schwer zu ertragen sind. Nach all dieser langen Zeit und wo uns die Hoffnung bewegt hat, dass es vorbei sein könnte.
Aber eben weil nicht genug sich haben impfen lassen, müssen wir das noch mal machen. 2G. Das ist jetzt so ein teures neues Stichwort, aber ehrlicherweise, es geht darum, dass wir genügend Impfschutz haben. Als Zugangsvoraussetzung für die Benutzung von Restaurants, für Kinos, für Kultureinrichtungen, für den Handel. Und es geht auch, denn wir sind ja immerhin in dieser anderen Lage, dass wir genügend Impfstoff haben, dass er verfügbar ist. Erinnern wir uns noch zurück, es wirkt wie eine Ewigkeit, aber tatsächlich ist es doch so, dass wir noch im letzten Winter gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, über Zugangsbeschränkungen zu reden, die darauf beruhen, dass man geimpft ist. Wir mussten damals für alle Bürgerinnen und Bürger weitgehende Maßnahmen ergreifen. Jetzt können wir uns auf Regelungen konzentrieren, die sich an die richten, die diese Schutzmöglichkeit für sich nicht genutzt haben. Und das ist vertretbar. Das ist auch abgewogen. Denn es gibt ja jetzt jeden Tag noch diese Möglichkeit, etwas zu tun. Und deshalb sage ich, richtig, dass wir das gemacht haben. Richtig, dass alle zusammenhandeln, die Länder, der Bund, die Gemeinden, die Landkreise. Und so müssen wir es weitermachen, wenn wir durch diese Krise kommen. Die Sozialdemokratische Partei und die kommende Regierung stehen genau für dieses Vorgehen. Ja, Regierung müssen mit den Herausforderungen umgehen und sie lösen, die auf sie zukommen. Das wird immer die Aufgabe einer starken Regierung sein, dass man sich nicht wegduckt, dass man das tut, was notwendig ist, ob es globale Herausforderungen sind wie der Klimawandel, ob das Bedrohungen für den Frieden sind, ob es viele andere Dinge sind, die wir zu bewältigen haben, ob es wirtschaftliche Verwerfungen sind. Aber Regierungen sind auch dafür da, dass sie etwas auf den Weg bringen, dass sie etwas Neues beginnen, etwas, das uns in die Zukunft führt. Und genau das ist der Grund, warum es etwas ganz, ganz Besonderes ist, wenn wir sagen, dies wird eine Regierung von drei Parteien, die mehr Fortschritt für Deutschland wagen wollen. Darum geht es und dazu geht es als gemeinsame Regierung auf in die 20er Jahre. Fortschritt, das macht alle aus, die SPD, die Grünen und die FDP. Und das unterscheidet uns auch von anderen, die auf den Oppositionsbänken des Deutschen Bundestages sind, dass wir davon Vorstellungen haben, dass wir es überhaupt wollen und dass wir Vorstellungen haben, wie es gehen kann. Klar, Parteien stehen im Wettbewerb und die Fortschrittsvorstellung der Sozialdemokratischen Partei, die uns übrigens schon seit der Geburt unserer politischen Bewegung begleitet. Wir sind immer eine Partei des Fortschritts gewesen. Wir waren nie eine Partei, die gesagt hat, früher war alles besser. Sondern wir haben gesagt, die Zukunft kann uns gelingen und wir können sie gewinnen. Das sind Worte, die wir verwandt haben über all die langen Jahrzehnte und weit über 100 Jahre unserer Geschichte. Aber Fortschritt ist etwas, das uns ausmacht und da geht es um auch sozialen Fortschritt, um das Miteinander, darum, dass alle respektiert werden und dass jeder eine Perspektive und jede eine Perspektive in dieser Gesellschaft hat. Aber auch die Grünen haben eine klare Fortschrittsvorstellung, die viele Überschneidungen hat und der, so wie bei uns, aber noch mal ganz anders die Frage des Umweltschutzes eine große Rolle spielt. Oder die FDP. Auch da gibt es viele Fortschrittsvorstellungen, die was mit liberalen Zusammenleben zu tun haben, etwas, das sie, die FDP, mit den Grünen und mit uns verbindet. Und in der, wie bei uns, aber noch mal ganz besonders die Frage des technologischen Fortschritts eine große Rolle spielt und dass man das alles möglich machen muss. Das ist also eine Koalition, die Bürgerinnen und Bürger sich schon ganz klug gebildet haben. Und es ist auch eine Regierung, die den Fortschritt anpackt in einem Moment, wo es ganz gefährlich wäre, das nicht zu tun. Denn es werden Weichen gestellt für die Zukunft unseres Landes. Weichen, die ganz zentral sind dafür, wo wir hinfahren. Ob wir es schaffen, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Ob wir es hinbekommen,
dass tatsächlich in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze da sind, auch bei uns und nicht nur anderswo in der Welt, wo viele aufstrebende Nationen und wieder aufstrebende Nationen jetzt zeigen, dass sie genauso gut sind wie wir, was gut ist, aber was ja bedeutet, dass wir auch gut sein müssen. Und natürlich ist es etwas, wo es darum geht, dass wir das Zusammenleben neu organisieren, dass wir möglich machen, dass die Gesellschaft nicht auseinanderdriftet, sondern zusammenhält. Die Frage, die wir angesprochen haben, als wir gesagt haben, es geht um mehr Respekt in dieser Gesellschaft. Alles das muss auf den Weg gebracht werden, indem wir vorankommen, indem wir fortschreiten. Und deshalb ist der Fortschritt etwas, das zusammenführt. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, Wahlkampagnen, Wahlen und Regierungsbildung, aber auch das Regieren verändern ein Land und verändern die Parteibeteiligten. Die Parteien, die jetzt da zusammenkommen, die werden sich auch ändern. Die Grünen, die FDP, aber auch wir. Und das ist gut so, weil es bedeutet, dass wir etwas möglich machen, hinter dem sich viele Bürgerinnen und Bürger versammeln können, dass wir einen neuen gesellschaftlichen Konsens stiften können. Und den brauchen wir für den Fortschritt. Den brauchen wir aber auch dafür, dass der Fortschritt nur gelingt, wenn wir etwas wagen. Deshalb ist das gar nicht so schlecht formuliert mit mehr Fortschritt wagen. Der kommt nicht von allein. Diese eigenwillige Vorstellung, dass man den literarisch, wissenschaftlich, journalistisch beschreiben kann und ereignet sich so vor uns, die ist falsch. Zukunft wird gemacht von Menschen, von Bürgern und Bürgern, von Parteien, von Parlamenten, von Regierungen, von Unternehmen, von all denjenigen, die überall in unserer Gesellschaft etwas tun. Der ergibt sich nicht. Er wird gemacht. Und das geht ohne Wagnis nicht. Wobei Fortschritt wagen auch bedeutet, dass wir ganz klar das nicht tun mit so einer Idee, als ob das einfach was zu tun hat damit, dass das Leben eben voller Risiken ist und jede Änderung ist spannend. So ist es ja nicht. Es gibt auch Änderungen, vor denen sich manche zu Recht fürchten. Aber das Wagnis ist erforderlich und richtig, weil wir eine Vorstellung haben, wie es gut ausgeht. Denn das wollen die Bürgerinnen und Bürger von uns wissen. Nicht, ob was getan werden muss, das ahnen die meisten und das wissen ziemlich viele. Sondern ob das etwas ist, wo sie für sich und ihre Familie, ihre Kinder und Enkel, diejenigen, die so ähnlich sind wie sie selber, sagen können, es wird für mich auch gut ausgehen und für uns und meinesgleichen. Und dafür haben wir auch eine Verantwortung. Wir sind nicht Leute, die über Fortschritt reden und sagen, so ist das und so ist die Welt, sondern die das sehr wohl aus der Perspektive formulieren, dass das etwas ist, hinter dem sich alle versammeln können, weil es auch um ihren Zukunft, ihren Fortschritt geht und dass das Wagnis auch gemacht wird, damit es ihnen gut geht. Das ist das, was wir wollen und darum wollen wir diese neue Regierung bilden. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, dreimal müssen Parteien sich entscheiden, jetzt Ja zu sagen. Und für alle bedeutet das, sich einen Ruck geben. Aber ich habe das Gefühl, allen drei Parteien gefällt das doch ganz gut. Und es ist eben doch mehr aus dieser Wahl herausgekommen, als ein Ergebnis, bei dem man nichts anderes machen kann als eben das. Sondern eine Regierung wird möglich, die antritt, und das will ich hier ausdrücklich noch einmal wiederholen, um miteinander freundschaftlich zusammenzuarbeiten und um wiedergewählt zu werden. Denn wenn das um einen Aufbruch in diesem Jahrzehnt geht, dann geht es um einen Aufbruch, der ja nicht in 4 Jahren getan ist, sondern wo es darum geht, dass wir auch dranbleiben und dass das weitergeht und dass wir kontinuierlich Dinge verfolgen. Manches von dem, was wir jetzt auf den Weg bringen, dass wir tatsächlich ja erst später wirksam werden. Aber das darf uns doch nicht
dazu verleiten, dass wir die Dinge jetzt nicht machen, weil man nicht eine Stunde später, einen Tag später, eine Woche später, einen Monat, ein Jahr später sieht, dass es sofort etwas gebracht hat. Es wird ja nicht immer ganz gerecht über die Politik geurteilt, sie sei so kurzfristig und nur an tagesaktuellen Meinungsumfragen orientiert. Ich glaube, da tut man ziemlich vielen, die in der Politik Verantwortung haben, bei allen Parteien ziemlich Unrecht. Nicht allen, aber ziemlich vielen. Aber ehrlicherweise ist es so. Manche Dinge dauern ganz schön lange. Und trotzdem muss man sie anfangen, weil es sonst nichts werden wird. Wir haben in diesem Koalitionsvertrag zum Beispiel viel aufgeschrieben über den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Schienennetze. Aber manche Eröffnung wird uns knapp am Ende des Jahrzehnts gelingen, jedenfalls wenn es um ganz lange Strecken geht. Und trotzdem müssen wir jetzt damit anfangen, weil sonst fangen wir erst in 5 Jahren oder in 10 Jahren an, dann wird das noch viel später. Aber dazu bitte ich auch alle mitzumachen. Wenn uns das gelingen soll, dann dürfen wir nicht in so einen Fatalismus verfallen, dass die Welt eben schwer ist und deshalb immer alles lange dauert. Was schnell geht, soll auch schnell gehen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir uns mutig entschlossen haben, über manche Bedenken hinweg zu sagen, wir wollen und wir werden dafür sorgen, dass Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigt werden und dass wir ganz klare Ziele formulieren, die wir umsetzen wollen, weil sonst wird das nichts mit dem Fortschritt und sonst bleibt das Wagnis ziemlich klein. Einsatz zur großen Aufgabe, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Es ist wirklich eine große Aufgabe. Und wir in Deutschland haben eine große Verantwortung dafür, dass das gelingt. Manche sagen uns ja und werden uns auch die nächsten Jahre noch sagen, warum bei uns? Da werden noch Kohlekraftwerke eröffnet, dort werden Tagebaue eröffnet in der Welt, dort geschieht das, da geschieht das. Die Antwort ist ziemlich einfach. Wenn wir das nicht machen, entwickelt niemand die Technologien und zeigt niemand den anderen, wie es geht. Wenn wir es für uns tun, tun wir es gleichzeitig für alle anderen, weil wir diejenigen sind, die den Weg zeigen, entwickeln mit unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten als eines der erfolgreichsten Industrieländer der Welt mit den modernsten Technologien und den besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das ist das, was wir tun. Und das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Und ich bitte, dass wir diese große Aufgabe auch so ernst nehmen, wie sie ist. Indem wir das tun, leisten wir unseren Beitrag, diese globale Menschheitsherausforderung zu bewältigen. Und wir reduzieren dann nicht nur die Klimaemissionen, die klimaschädlichen Emissionen in Deutschland. Wir zeigen auf, wie es anderswo geht. Das ist unsere besondere Leistung. Und deshalb liegt der gemeinsame Konsens der künftigen Regierung auch nicht darin, überall Verzicht zu predigen. Das tun wir gar nicht. Sondern wir setzen auf technologischen Fortschritt, auf Innovation, auf Wissenschaft und auf dynamisches Unternehmertum, dass wir alles brauchen, damit das zusammen gelingt. Und genau das führt diese drei Parteien zusammen. Wir sind auch eine Regierung oder wollen eine sein, in der es genau darum geht, dass wir das mit dem Respekt zum Thema des Regierungshandels machen. Vieles von dem, was wir auf die Plakate geschrieben haben, nein, alles, was wir auf unsere Plakate geschrieben haben, findet sich im Wahlprogramm wieder. Und es findet sich im Koalitionsvertrag wieder. Ich musste noch einen kleinen Zeitsprung machen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Der Mindestlohn, der ist hier schon erwähnt worden. Liebe Freundinnen und Freunde, nehmt ihn nicht für eine Sache, die schon gelaufen ist.
Man merkt ja jetzt schon, dass sich wieder welche melden, aber er wird kommen. Das ist ganz sicher. Und es geht darum, dass viele Bürgerinnen und Bürger, die sich auch abgewendet haben von der Politik, die an unsere Infostände gekommen sind und gesagt haben, um mich geht es doch nicht, wenn Politik entschieden wird. Ist doch egal, wer regiert. Dass sie diese Frage für sich anders beantworten. Doch, es geht um mich, es geht um dich. Dafür findet die Politik statt, dass du ein besseres Leben führen kannst. Und die Politik kümmert sich darum. Und es ist ziemlich wichtig, wer regiert. Das ist das, was hier rauskommen soll bei dieser Regierung. Das gilt auch für die anderen Fragen. Die bessere Situation für Kinder, die Kindergrundsicherung, das neue Bürgergeld, die stabilen Renten, mehr Wohnungsbau, sozialer Wohnungsbau. Große Herausforderung bei der letzten Frage geht es ein bisschen um Gesetze und ganz viel ums Tun, dass man alle dazu überredet, indem man von morgens bis abends mit allen eine große Aktion zustande bringt, ein Bündnis für das Wohnen, damit alle sich mobilisieren. Und das können wir gar nicht von oben verordnen, das müssen wir in einem gemeinsamen Kraftanstrengung hinkriegen. All das spielt eine Rolle für das, was jetzt von uns zu tun ist und was wir uns vorgenommen haben. Aber wir haben jetzt die Chance. Ein Aufbruch kann für Deutschland stattfinden. Ein Aufbruch, der im Übrigen, auch das will ich sagen, auch so etwas umfasst wie das Zusammenleben von Frauen und Männern. Da ist vieles liegen geblieben. Ich sehe Franziska Giffey, die künftige Bürgermeisterin von Berlin. Und die immer, immer tapfer darum gekämpft hat, dass wir das hinkriegen und immer wieder unglaubliche Widerstände überwinden musste, genauso wie Christine danach und wie Manuela davor. Es ist einfach schwer gewesen mit der CDU/CSU. Wir haben ja so eine merkwürdige Partei von Konservativen, die so ein bis hierhin und nicht weiter Konservatismus haben. Aber es muss mal weitergehen. Und darum brauchen wir eine neue Regierung. Und wir brauchen sie in diesem Feld und auch für viele, viele andere zusammen. Und darum, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, stimmt dem Koalitionsvertrag zu. Lasst uns mehr Fortschritt wagen. Schönen Dank. Applaus